Ja, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Layers of Fear 2. Ja, wir haben letzte Folge angefangen, haben uns ein wenig durch das Schiff geschlagen. Wir sind bei Zweiten immer noch eine unbekannte Person, dessen Name nicht bekannt ist. Wir sind Schauspieler. Und dieser Bereich, wo wir uns momentan befinden, ist von dem auf Wunsch des Regisseurs her, weil wir nämlich irgendeinen Film oder sowas halt mitmachen. Auf Wunsch des Regisseurs sind wir ja, auf diesem Schiff und wir schlagen uns jetzt hier durch und irgendwie hat sich hier schon wieder alles verändert. Ich mag das nicht, wenn sich hier mal alles verändert. Hallo? Ich sollte eigentlich alleine hier sein. Mir hier rein. So, Frauenhut. Welche Schlampe wohnt denn hier, ey? Hängt doch nicht mal die Sachen auf. Ein Diagramm. Das Badezimmer noch gar nicht durchsucht. So klar. Ich bin mir sicher, wenn ich irgendwann mal hier an so einem Gitter vorbeilaufe, dann steht auf einmal irgendeine Gestalt da in diesen Gängen. Hallo? Meine Damen, meine Herren, ich würde mich gerne vorstellen, aber ich fürchte, das ist momentan im Rahmen der Bedingungen nicht möglich, mich vernünftig vorzustellen. Wir haben hier wieder einen Brief gefunden. Sehr geehrter Gast, tut mir leid, dass ich so direkt bin, aber als ich erfahren habe, dass Sie auf demselben Schiff reisen, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen. Entschuldigung. Ich bewundere Ihr Talent. Ihre Auftritte erfüllen mich wie keine anderen. Es wäre stark untertrieben zu behaupten, Sie wären mein liebster Filmstar. Ich wünschte, wir könnten uns persönlich treffen, wenn Sie jedoch nur dieses schlichte Stück Papier mit Ihrem Unterschrift segnen können, würde ich dies sehr schätzen. In jedem Fall bleibe ich auf ewig Ihre größte Bewunderin. Ja, Lady. Ja, was hältst du, ne? Wenn du gut aussiehst, können wir beide noch ein bisschen, ne, uns besser kennenlernen. Ja. Nee. War ja klar, dass es so ist.
Doppelseitiges Klebeband könnte helfen. Hier haben wir ein komisches Geflüster. Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets him on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Ich nehme stark an, da das Gesicht hier überall so unkenntlich gemacht worden ist, dass wahrscheinlich wir das sind. Oder wir das sein sollen. Wir anscheinend nämlich irgendeinen Fan an Bord haben. Aber ich verstehe nicht so ganz dieses komische gekritzelte Bild, das verstehe ich noch nicht so ganz. Warum ist das überall zu sehen? Ich bin mir sicher, dieses Bild wird uns verfolgen. So what if the guy's a little nuts? He's a director. It comes with a job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Irgendwo Musik her, aber ich weiß nicht von wo. Ich kann es nicht genau lokalisieren. Darf ich anmerken, dass die Architektur des Schiffs ganz schön verworren ist? Oh, eine Maske. It's all an act. Ich weiß nicht. Bin unschuldig. Oh Gott, so, von Icarus Transatlantic Sicherheitsbüro an alle Offiziere. Die meisten von Ihnen haben schon von den Hollywood-Filmen gehört, der an Bord unseres Schiffs gedreht wird. Wir senden Ihnen genaue Anweisungen darüber, welche Decks für gewöhnliche Passagiere gesperrt werden müssen. Und das Wichtigste, die Filmcrew und Schauspieler dürfen nicht gestört werden. Also ich wäre froh, wenn ich hier ein bisschen Ablenkung bekäme. Ich meine, hier schon wieder dieses hässliche Bild. Warte mal. Ich fange wieder an zu spinnen. Wir haben ganz zu Anfang, haben wir noch die Szene gesehen, mit dieser Frau und diesem kleinen Kind. Dieses kleine Kind ist, denke ich mal, das eigene Kind. Und dieses Bild hier, was wir hier überall sehen, ist das, was das Kind gemalt hat. Oder eines der Bilder, welches dieses Kind gemalt hat. Das stelle ich mir zumindest gerade so vor. Oh Gott, Zappenduster hier. Die
Bühne hat auch, die Weltkugel hat aber auch kein... kein... Da stand jemand. Dann weise mir den Weg, unbekannte Stimme aus dem irgendwo. Nein. Sag mal, was willst du von mir? Typ, sag es doch einfach. Dass immer irgendwas so plötzlich auftauchen muss. Hallo? Oh, ein Brief. Was? So viele haben es versucht, Teil meines großen Werks zu sein. Als ob es je eine andere Wahl gab. Nur eine Person kann diesen Charakter zum Leben erwecken. Nur eine Person ist gebrochen genug, um ihn zu erschaffen. Hier steht aber zu Bild Ed, nicht him. Übersetzungsfehler. Oder es war doch sinngemäß nur übersetzt und nicht wörtlich. Hallo? I believe in you. Ne? Ne? Das Licht ist auch weg. Mir ist warm, habe ich doch schon mal gesagt. Hallo? Es speichert wieder. Ein Vogelkäfig. Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison. Before we rot. Eine Augenklappe? Vorhängeschloss. Ein Vorhängeschloss und hier sind... Ist alles so zappenduster hier. Ich sehe auch gar nichts. Und auf dem OBS ist es auch nicht heller. Ich brauche also Entschuldigung. Brauchen wir Zahlen. So.
bekomme ich jetzt die Zahlen her? Woche 3 Zahlen und oh. Warte mal. Die Piraten, die Hinweise. Wir hatten eine Sonne vorhin. Eine Sonne. Ja, ein. Und wir hatten, glaube ich, 4 Piraten auf dem Schiff. Können wir sehen? Das ist nichts. Hä? Warte mal, steht hier irgendwas? Nee. Oh toll, Rätsel raten. Ist da oben irgendwas? Ah! 7, 5 und 6, okay. 7. Ups, 5. 6. Hallo? Ich weiß aber gerade nicht, wie jumpscare-lastig dieses Spiel ist. Ich finde es irgendwie interessant, wenn nur in Anführungszeichen eine gruselige Geschichte erzählt wird. Oder halt gruselige Ereignisse stattfinden und eigentlich nur. Are we really going? Lily, I'm. That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, Quartermaster, or I'll have you walk the plank. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was jetzt diese ganzen Kindergeschichten jetzt mit der zu tun hat. Vielleicht irgendwas, irgendeine dramatische Sache aus seiner, aus Kindertagen? Irgendwie wahrscheinlich Pirat gespielt oder irgendwas in diese Richtung. Und was müssen wir jetzt hier machen? Ich sehe hier einen markierten Bereich auf dem Boden. Vielleicht. Ich bediene einfach mal den Hebel. Müssen wir, wenn wir auf den Knopf hier drücken, fällt dieser Hocker von oben runter und wir müssen diesen Hocker auf diesen markierten Bereich bekommen. Das heißt. Halt. Noch ein Stück. Ein bisschen mehr. Nee, noch ein Stück.
Knopf. What? Hallo? Da geht's schon mal nicht lang. Ich jetzt mal da ne? Hä? I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. A trail? Aye. Left by fellow pirates, no doubt. To lead us to a safe harbor. Ja, ich will auch wieder safe sein. Captain, das Schiff ist undicht. Ich hätte gerne ein dichteres Schiff. Oh, ein Grammophon. Oder Bett. Uhrzeit und Beschreibung der Aktivitäten. 22.05 Uhr. Ende der Pause. 22.30 Uhr. Letzter Reparaturtechniker verlässt das Schiff über die Laufbrücke des Ostdecks. 23 Uhr. Überwachung des Hafengebiets entlang des Schiffs. 23.27 Uhr. Auf Patrouille in der Nähe des Frachtbereichs erblicken eines sich bewegenden Schattens, klein, höchstwahrscheinlich ein Kind. Verfolgung ohne Erfolg, rot umkreist. 0 Uhr, Wache Ende. Haben sich Kinder auf das Schiff versteckt und... There she is, Mr. Hardy. The fastest vessel ever built. Ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard. Quietly. Wieder hier. Esse quam verdi. Das ist Latein, aber ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ja, folgen wir dem Pfad oder folgen wir dem Pfad? Folgen wir dem Pfad.
Jetzt des Weges. Jetzt würde ich doch gerne wissen, was die Kinder jetzt da in dem Weg ist. Aber mit Sicherheit wäre es nämlich jetzt. Wäre das nämlich. Wow. Wow, geil. Ich bin erstaunt. Das war nicht so klar, dass ich denn jetzt hier. So, aber ich würde einfach mal sagen, jetzt an dieser Stelle, ne, beenden wir diese Folge, ne. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, ne, könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen, ne? Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch sehr gerne mir ein Abo da lassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Layers of 4.2. Bis dahin, ciao.